Willkommen zurück, Leute, zu Final Fantasy 4. Wir haben zuletzt dieses Cagnasso-Wasservieh besiegt gehabt. In den letzten Momenten und mal wieder nicht mit allen, leider. Aber wir haben es geschafft. Ich habe auch nochmal nachgelesen gehabt, wie man den hätte am besten besiegen können. Das geht natürlich am besten mit Blitzzaubern, da das ja ein Wassermonster ist. Problem ist nur, wenn einem die MP ausgehen und das Vieh hat sehr, sehr viel gezaubert. Meine Idee wäre noch Gemach gewesen, um dem Ganzen mal ein bisschen Deckel draufzusetzen, dass der nicht so schnell zaubern kann. Denn er hat so viel auf uns losgezaubert und der Tsunami hat dann auch nochmal viel abgezogen. Da kann man nicht so viel machen, wenn man dann selber nicht mehr zaubern kann. Denke ich, ist das doch irgendwie halbwegs gelungen. So, weiter geht es jetzt mit Cid, der jetzt wieder da ist, an einem Ort, den niemand vermuten würde. Ich wusste, das würde eines Tages gelegen kommen und... Wir haben keine Zeit für Anekdoten. Rosas Leben steht auf dem Spiel. Kein Grund, rot anzulaufen, das weiß ich doch. Also dann, folgt mir. Und dem folgen wir jetzt. Und damit geht es in den nächsten Part. Und hoffentlich kriegen wir jetzt auch wieder ein Schiff. The Drowned King, Cagnasso, deposed. But the wicked are not wont to fall alone. In life, I was terrible. In death, steeped in terror, greater still. I saw a rhyme of it for you in hell. The walls! It's barred! This one too! To you too. We won't let you all die like this! Tella, look after Cecil for us! Together! Now! Right! Pelham! Porum! They turned themselves to stone? Hold on now. Essena! Fools. If any of us had to die, it ought to have been me. They were only children. I'll fire up the Enterprise! We'll venge them both! You will answer for this, Golbez. In der Zwischenzeit. Er hat auch Cagnasso bezwungen. Er wird immer stärker und durchaus zu einer Bedrohung. Was den letzten Kristall angeht, mein Lord. Ich weiß, allerdings ist es nicht ganz unkompliziert. Warum lasst ihr nicht Cecil die Arbeit für euch machen? Cecil? Wir haben Rosa, er kann nicht ablehnen. Wir könnten einen Tausch anbieten, der Kristall gegen Rosas Leben. In der Tat. Und wenn er ihn uns bringt, entledigen wir uns seiner. So sei es. Ich werde es ihm unterbreiten. Kane. Schon bald wirst du erkennen, dass ich mehr bin, als Cecil jemals sein könnte. Will er sie beeindrucken? Hier, mitten in der Burg? Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, sagt man. Unglaublich. Dieses Schiff kann also am Himmel segeln? Sei mir nicht böse, dich hier so lange unter Verschluss gehalten zu haben, Enterprise. Enterprise? Die Enterprise. Juhu, wir können fliegen.
Und schon wartet die Feuerprobe. Zeige denen, was mein Mädchen kann. Warte. Das ist... die weiße Flagge. So, you did survive. Impressive. Kane! What in the world's gotten into you? Where's Rosa? She's safe, I trust. Worried about her, are you? If you wish to see Rosa live, fetch me the Earth Crystal from the land of Troia. What? A craven play. I'll make contact once you have it. You'd do well to hurry, if you value Rosa's life. How dare you! Open your eyes to what you're doing, Kane! This meeting is over. What do we do? Blast that, Kane! We make for Troia. Cid, set us on a course for the northwest. Ah, und damit können wir jetzt wieder steuern. Ich finde das echt krass, was mit Palum und Porum passiert ist. Warte schon die ganze Zeit auf den Moment, wo ich das sagen kann. Ich finde das so krass. Oh, wir sind hier an irgendeinem Ort, wo wir vorher noch nicht waren. Wie können wir denn jetzt mal runter? Wo sind wir überhaupt? Wir sind da. Okay, wir sind über die Berge geflogen, wo es vorher nicht hinging. Hier, jetzt können wir raus. Ja, Palum und Porum haben sich geopfert. Ich hoffe, dass sie nochmal entsteinert werden und wiederkommen. Und nicht nur, weil ich gerade Palom diesen komischen Zahn, war das ein Zahn oder irgendwas, habe ich der gegeben, damit die mehr LP bekommt. Aber deswegen will ich sie nicht wieder haben, so weil ich die beiden echt süß finde. Unser Dorf wurde beinahe von einem Feuer ausgelöscht. So viele mussten ihr Leben lassen, darunter auch Frauen und Kinder. Ja. Glaubst du, was hier passiert ist? Dann können wir hier mal ein bisschen... Oh, was ist hier? Irgendwas Geheimes. Irgendwas Geheimes. Will da hin. Da können wir nicht hin. Da irgendwas? Hä, wozu kann man denn hier reinlaufen, wenn hier nichts ist? Das macht doch gar keinen Sinn. Hallo? Wieder im Nichts gefangen. Oh doch, ich habe tatsächlich was gefunden. Goldkäppchen aus der Schatzkiste erhalten und Reisekluft. Jetzt will ich wissen, was es ist. Oha, Teller. Eins. Und Yang auch nur eins. Oh, 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 oh. Was können wir dem denn mal anziehen hier? Können wir dem was geben? Den Rubinring zum Beispiel? Will ich das? Oder wollen wir... Ach nee, der hat ja schon einen. Spitzhub macht die Abwehr besser. Ich lasse es mal so, oder? Oder? Nee, ich gebe dem mal tatsächlich... Dann sind die Reflexe besser. Hm. Na, dann lasse ich es mal so. Teller. Der könnte die Psyche besser machen als den. Ich lasse es aber mal so. Nee. Nee. Das bringt nichts. Du könntest wieder hier, die anderen Krallen noch dazu nehmen. Ich glaube, das schadet nicht, dass wir das jetzt wieder machen. Ja, dann kriegt der den jetzt den Rubinring. Why not? No? Hat er sich verdient, der Yang. So. Ich glaube, die müssen mal nach draußen irgendwie ein Zelt naschen. Ich geh jetzt aber auch runter. Jetzt bin ich verwirrt. Man hier von verschiedenen Seiten hin. Nein, hier ist noch mehr zu holen. Wandelroute. Rubinring, noch einer. Dann können ja beide eigentlich einen bekommen, wenn wir schon mal das Glück jetzt haben. Genau. So, dann kriegen die jetzt auch einen.
Und die Route, wenn wir schon mal dabei sind. Wer hat denn hier nochmal hier der Teller doch, ne? Ist die besser? Die ist besser. Dann kriegt der jetzt eine Wandelroute. Und dann will ich die möglichst bald heilen. Wenn man den Weg nicht weiß in diese dunklen Tiefen, dann ist es immer echt blöd. Können wir hier nicht einfach mal pennen? Wenn wir pennen gehen, ist es ja auch wieder gut. Mal eine Runde übernachten wäre auch schön. Ohne Palom und Porum, was traurig ist. Dorf des Nebels. Gibt's hier nichts zu holen? Außer diese Schätze? Ein Beschwörbarer, dessen Schlag selbst Stahl spaltet, soll im tiefsten Gewölbe der Burg Baronhausen. Ja, wir haben auch viel schon gekämpft gegen die Leute. Das dürfte das letzte Kapitel in der Geschichtenschreibung für die Beschwörer aus dem Dorf des Nebels sein. Ja, dann. Das wird schon, Leute. Aber erstmal will ich noch mal ein bisschen hier gucken. Muss hier doch noch irgendwie was geben. Kann doch nicht sein. Da waren wir doch gerade, oder nicht? Soll ich denn eher nach links laufen? Oder was? Nee, bin ich draußen. Gibt es hier nicht noch mehr Häuser? Guck mal, hier war ich doch auch noch nicht. Da ist ein Innenladen, habe ich mir noch fast gedacht hier. Komm. Ja, wollen wir. Wir wollen pennen. Wir schlafen einmal. Die sind nämlich völlig am Ende, unsere Leute. Also dann, brechen wir auf. Ich finde das immer so cool, auch so süß eingerichtet hier. Ja, kann ich ja nicht widerstehen zu gucken immer. So, wenn man hier nach unten geht. Vielleicht gibt es ja hier noch mehr Läden, Kram. Alles so ein bisschen und wirklich abgebrannt. Da, tatsächlich, noch mehr Läden. Einspaziert. Können wir uns eine Badentunika holen für 700. Die nehmen wir doch glatt mal mit. Und bessern die auf. Mehr gibt's hier nicht? Echt jetzt? Nur das? Okay. War ja nicht so viel. Vielleicht was zum Angreifen noch? Peitsche? Ich will eine Peitsche haben. Voll geil. Für wen auch immer die ist. Und dann hätten wir hier was. Ein Tänzerdolch. Aber ein Tänzerdolch ist, finde ich, weiß ich nicht. Teuer. Teuer und nicht unbedingt besser. Ich behalte es mal im Hinterkopf. Oder mache mich vielleicht auch mal schlau. Dass überhaupt eine gute Waffe ist, ne? Die Beschwörbaren, die wir rufen, kommen aus ihrem eigenen Land, einem Ort im Nirgendwo. Dieses Land soll irgendwo in den tiefsten Tiefen liegen. Genaueres weiß ich aber nicht. Aha. Na dann. Die Beschwörbaren. Ja, dann gehen wir mal. Gab es da doch einen Laden? Aber so einen richtigen Itemladen irgendwie auch nicht, ne? Dem können wir doch eine... Wer war das jetzt? Irgendjemand kriegt doch eine bessere Waffe, oder nicht? Haben wir das nicht schon? Nein. Hä? Ach, die Tunika hatten wir gekauft, genau. Das war aber doch nicht alles. Wir hatten doch noch was. Da gab es da... Nein, nein. War es was für ihn? Nö. Okay, ich dachte, wir hätten jetzt noch was gekauft. Egal. Gut, dann steigt da wieder ein. Wenn was ist, sehen wir es ja. Da gibt es einen Eingang. Vielleicht sollte ich da mal rein. Ich muss mal gucken, wo wir sind. Hier waren wir ja auch noch nie. Ach, schaut mal hier. Da gibt es auch was Schönes. Dann wollen wir mal gucken. Vielleicht finden wir hier was. Landet doch mal hier, Leute. Ich will in das Häuschen. Ich will da wissen, was da ist.
Was haben wir hier? Troja. Ich glaube, hier sollen wir auch hin, ne? Wir kommen in Troja, der Stadt der Wälder und Flüsse. Ist ja schön hier. Gehen wir einfach geradeaus. Reinspaziert. Wir sind hier voll am Shoppen, Leute. Und wir brauchen eigentlich unbedingt von allem etwas. Ich kann eigentlich nur noch kämpfen, kämpfen, kämpfen. Nur um eigentlich weiter Sachen zu kaufen. Weil alles geht ein bisschen zu Neige. Wir haben natürlich von allem noch etwas, so ist nicht. Aber es geht halt auch schnell alle, wenn man es braucht. So. Das hilft uns erstmal wieder. Ich guck mal, was es hier noch so überhaupt gibt. Hier können wir schlafen, ne? Ja, 400 Gil. Da war das da hinten aber billiger, meine Liebe. Gut, dass wir da schon schlafen waren. Jetzt können wir hier durchs Wasser watscheln. Oh, wer ist denn hier? Ach, hier wieder so eine Wassertänzerin. Wenn ihr in der Aufmachung schwimmt, verrostet ihr. Ja. Kleine Klugscheißer Wasser. Frau. Macht das Spaß? Schwimmt ihr auch eine Runde mit uns? Sind das denn kleine Seenixen oder was? Oder tun die nur so? Ich geh mal hier lang. Ich will wissen, ob hier irgendwas im Wasser ist. Ich will was finden. Ja, und wir finden was. Phönixfeder. Geld gespart. Hier war noch was. War doch noch eine Sache, oder nicht? Ich will noch mehr finden. Für Geld sparen. Das ist schön. Dann nicht. Das war jetzt nicht so viel. Ah, hier ist noch was. Was ist da? Turbo-Ether gefunden. Habt ihr schon mal von Flüstergras gehört? Damit soll die eigene Stimme auch an weit entfernten Orten zu hören sein. Flüstergras? Köder gefunden. 1000 Gil gefunden. Alter, habt ihr das hier versteckt, oder? Ether. Ich will immer Ether, 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 Ether. Ich glaube, Ethergrab ist gerade nicht zu kaufen in dem Laden. Ether ist etwas, was ich ständig brauche. Davon würde ich sofort irgendwie 13 Stück oder so kaufen. Mindestens. So, dann wollen wir wieder raus aus dem Wasser. Ich platsche hier. Raus aus dem Troja-Wasser. Da war doch nichts, ne? Wollen wir nochmal hier... Nee, ich will ja nicht in die Herberge. Ich will ja, wenn dann... Hat der hier irgendwie noch Ether gehabt? Nee, der hat nämlich auch kein Ether. Ich denke immer, ich übersehe das vielleicht, aber wir haben oft gar kein Ether da. Wow! Was fällt dir eigentlich, so an einen alten Mann heranzuschleichen, geh woanders die Leute erschrecken? Ich fand das eigentlich ganz lustig. Deswegen mache ich das. Zelt gefunden. Was ich nicht hier alles finde. Kann ich da rein? Ich will hier rein. Schenke. Ja? Willkommen, werter Gast. Falls ihr einen Wunsch habt, so äußert ihn. Ja, wir reden mal. Endlich, heute habe ich einen Tischplatz. Sonst nicht? Ich habe es nicht eilig und möchte es noch viel älter werden. Hier ist es doch schöner als im Paradies. Oh, Goldschopf. Wie sehr ich dich liebe. Moment mal, du bist ein Kerl, oder? Oh, okay, er wurde tatsächlich mal verwechselt als Frau. Das sollte ihm zu denken geben. Ach, du bist aber ein Schnuckel. Wollt ihr Junghüpfer den Abend nicht mit mir verbringen? Hey, wieso das lange Gesicht? Weil du vielleicht eine alte Oma bist? Sicherlich verfügt ihr über die nötigen Mittel. Von hier ab wird es teuer. Egal wie oft ich herkomme, den Mädchen kann ich mich nicht satt sehen. Okay... Ich bin wirklich gern hier. Die Luft ist gut, das Essen ist spitz und ich fühle mich gut aufgehoben unter den ganzen anderen Mädchen. Ja. Dieser schmierige Alte macht sich doch tatsächlich an meine Jennifer ran. Jennifer? Und als ich meine Chance sah, nutzte ich sie auch. Ich rammte den Goblin mein Schwert in die Brust und das war's für ihn. Oh Gott, das ist bestimmt Jennifer, ne? Der Alte füttert mich schon den ganzen Abend mit seinen ruhmreichen Heldentaten die Ohren. Ich bin es wirklich leid. Kann ihr nicht mal jemand helfen? Muss das Essen hochbringen. Ja, und er baggert sich hier an die Kleine ran. Und keiner sagt was oder was. Soll der junge Typ doch was sagen? Nur für Mitglieder, bitte geht.
Ah, natürlich, nur das Beste für dich, meine Teuerste. Das nächste Mal will ich einen Pelz. Okay, voll die Weiberstadt, ganz ehrlich. Alle backern hier rum. Vielleicht hat der Cecil dann ja auch Bock. Ich hätte da gerne einen Wunsch an die Schenkenfrau. Was? Darf ich euren Mitgliedsausweis sehen? Hast du Eta, Junge? Haben wir noch einen Notausgang? Ich will das haben hier. Ist das alles unsers? Das ist alles unsers. Mitgliedsausweis, den sollen wir jetzt nämlich zeigen. Und wie kriegen wir den? Ich wollte gerade sagen, das ist doch alles unser Kram. Ich will den haben, den einspaziert. Gisakraut, Bomberfragment, Rache des Diddle. Jetzt können wir hier den ganzen Kram. Mitgliedsausweis. 100.000. Das könnte schwierig werden. Vielleicht hat ja auch jemand einen billigeren. Aber was billig ist, ist bei ihr der Rest hier so, ne? Das geht ja noch. Da kaufe ich doch glatt mal was. Weil kann man ja vielleicht mal gebrauchen. Aber der Rest ist ganz schön heavy. Kannst du nicht mal... Ja, ich möchte den Mitgliedsausweis. Können wir den nur bei ihr kaufen? Ja, ich bin ein Kerl. Manno, irgendwie muss man doch bei ihr das kaufen können. Also nicht nur bei der hier, das ist viel zu teuer. Also anscheinend brauchen wir den aber, glaube ich. Vielleicht. 100.000, ich weiß nicht. Vielleicht, wir kommen bestimmt auch so weiter, aber was sind ihr denn? Sprecht mich bitte nicht an, ich konzentriere mich gerade auf mein Sonnenbad. Okay. Dann sprechen wir dich nicht mehr an, meine Liebe. Ja, das war, Troja. Hat der hier noch was? Oder sie? Irgendwas Cooles? Ja, hat sie. Den Federhut, den hätten wir dann gerne nochmal für 330 Gil. Dafür gehe ich ein bisschen, und den Lederhut vielleicht auch. Dafür gehe ich noch ein bisschen kämpfen und dann sehen wir uns im nächsten Part von Final Fantasy 4 in der Stadt der Liebenden wieder. Was hat sie noch hier? Nichts. Okay. Da bin ich froh, dass wir das Beste schon haben. Aber den Hut hätte ich gerne, den guten Hut. Gut. Ja? Das machen wir so. Ich speichere und dann können wir zur Burg gehen. Wir sehen uns, hören uns im nächsten Part. Bis dann!